Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir haben ja auf dem Feld Nummer 9 den Auftrag zur Kartoffelernte angenommen und arbeiten diesen nun mit zwei Vollerntern und den drei Abfahrern, die ihr hier im Bild sehen könnt, ab. Die letzten Bahnen habe ich für euch in einem Zeitraffer zusammengefasst und danach werden wir die letzten Wagenladungen gemeinsam zum Verkauf bringen. Also bleibt dran! They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down, myself. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist vollbracht. Ich sitze hier an meinem Vollernter und freue mich, dass ich fast 13 Hektar Kartoffeln abgeerntet habe. Also, ihr wisst mit Sicherheit, was das bedeutet. 13 Hektar, das waren jetzt einige Stunden Arbeit, aber wir haben es geschafft. Und die Kartoffelernte ist eingebracht. Mit Hilfe dieser beiden Vollernter von Grimme. Einfach geile Maschinchen. So, und jetzt habe ich euch ja versprochen, dass wir mit den drei Abfahrern jetzt das ganze Material natürlich zum Verkauf bringen. Und das Ganze werden wir versuchen, wieder als kleinen Konvoi. Das sollte eigentlich gehen. Habe ich schon mal getestet. Ich hoffe also, dass es jetzt hier bei der Vorführung auch funktioniert. Also, wir setzen uns in den ersten Reihenjob und lassen ihn losfahren. Setzen uns in den zweiten. Er setzt sich in Bewegung. Wir werden auch den jetzt losfahren lassen. Und dann werden wir uns in den dritten setzen, in unseren Fendt, in unseren eigenen. Jo. Den Motor starten und dann fahren wir hinterher und werden also mit allen drei Abfahrern hier jetzt das Material zum Bauernmarkt bringen und dort verkaufen und dann unsere Aufträge abschließen und dann richtig hoffentlich hier Kohle einfahren. So, wie sieht's aus? Jo, da vorne ist der erste unterwegs. Wir bleiben hier hinter dem zweiten, machen natürlich einen schönen Abstand hier, halten entsprechend den Abstand. Ich wollte eigentlich die Rundumkennleuchte anmachen, aber ich weiß, dass ich bei den Fendt gar keine Rundumkennleuchte habe. Also insofern, naja, ein Schlag ins Wasser. Okay, so, wir schauen nochmal von oben. Das scheint ja gut zu funktionieren. Da vorne fährt unser erster Abfahrer. Supi, richtig cool hier im Konvoi. Ist ja jetzt keine Selbstverständlichkeit hier auf der PlayStation 5. Ne? Also für alle, die das natürlich vom PC gewohnt sind. Aber hier auf der PS, ja, da finde ich das schon, dass es gut funktioniert. Man muss definitiv sagen, und das werdet ihr dann später in den Videos oder in den Zeitraffern sehen, denn anschließend nach der Folge, beziehungsweise nachdem wir hier das Zeug abgeladen haben, werde ich dann nochmal ein bisschen Zeitraffer vom Rest, vom Einsammeln noch euch zeigen, so ein bisschen als ja, Impressionen. Und da werdet ihr auch mal sehen, dass das im Prinzip ganz gut funktioniert mit den Abfahrern. Das Problem ist immer natürlich, wenn die sich begegnen. Ja, dann muss man immer schauen, auf der großen Schnellstraße oben, da ist es kein Problem, weil da fahren die beiden Abfahrer schön auf der rechten Seite. Aber natürlich hier in den Bereichen und wo die Feldwege sind, da fahren die mittig. Und ja, da gehen die sich nicht ganz so einfach oder ganz so gern aus dem Weg. Aber nichtsdestoweniger hätte ich das Ganze jetzt nicht geschafft so schnell. Also ich glaube, ich habe locker 2 bis 3 Spielstunden gehabt.
für die Kartoffelernte, wenn man jetzt natürlich das alles hätte selber abfahren müssen, ohne die Helfer, ohne die drei Helfer, dann hätte ich mit Sicherheit noch deutlich länger gebraucht. So. Wir schauen nochmal von oben. Ja, das klappt ganz gut. So, jetzt bremst du ein bisschen, also. Aber. Ja, das hat schon was. Also mich freut's. Und das lässt natürlich auch hoffen, dann, wenn wir mal richtig mal hier häckseln wollen. Und dann eben auch mit mehreren Abfahrern das Ganze machen, sodass wir dann immer schön durchhäckseln können. Ein Abfahrer ist immer unterwegs, einer steht parat und mit dem dritten sind wir dann natürlich am Häcksler und werden abtanken. Und das funktioniert dann richtig cool. So. War natürlich jetzt auch von Feld 9 her eine größere Arbeit oder beziehungsweise auch ein größerer Anfahrweg als jetzt von Feld Nummer 1, muss man eigentlich auch ganz klar sagen. Natürlich waren die Helfer da deutlich länger auch unterwegs. So, und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, ist der Verkehr. Den habe ich ausgeschaltet, weil mit dem Verkehr gibt es natürlich dann doch die Kollisionen und dann stehen die Helfer und dann geht es natürlich nicht vorwärts. Also ihr seht es jetzt auch hier ganz klar, hier auf der Straße funktioniert es mit dem Gegenverkehr, weil sich die Helfer hier schön am rechten Fahrbahnrand halten. Da ist es dann gar kein Problem und wenn man das dann auch einigermaßen gut timet, dann bewegen sich eben die beiden Helfer genau hier und dann hat man auch keine Probleme. Dann funktioniert es ganz, ganz gut. So, der erste biegt schon ein. Also was nicht funktioniert, das kann ich euch jetzt an der Stelle auch gleich verraten. Also der zweite Helfer hier, der wird leider nicht warten. Das war meine Hoffnung ein bisschen, dass wenn natürlich der erste Helfer auf der Abladeplattform steht, dass er dann hier ein bisschen wartet. Das tut er leider nicht, muss man so sagen. Sondern er schiebt doch dann tatsächlich, versucht er den Kollegen runterzuschieben. Also das heißt, ich werde jetzt hier mal kurz anhalten und dann in den vorderen hier reinspringen. So, und dann werde ich den hier anhalten und dann warten wir mal ab, bis der andere hier abgetankt hat. So, und ich glaube, wir sind irgendwie schon bei 96, 97%. Da können wir dann mal schnell gucken. So, Aufträge. Ach, sind sogar schon abgeschlossen. Das heißt, jetzt müsste eigentlich gleich hier das Ganze in unsere Kasse fließen. Tut es noch nicht. Nicht mit dieser Wagenladung. Interessanterweise zeigt aber auch noch gar nichts an. Gut. So, da müsst ihr jetzt gleich wieder losfahren. Jupp. So, dann laden wir den hier ab. Und springen in den Kollegen. Und tun den einfach mal hier anhalten. So. Ah, jetzt. Haben wir bekommen 4000 extra. Das heißt, mit der nächsten Ladung kriegen wir dann auch noch ein bisschen Geld in die Kasse. Und jetzt nehmen wir unseren Fendt. Und liefern die letzte Wagenladung ab. So. Nochmal 15.000 Liter. So, natürlich könnten wir das Ganze jetzt auch in das Silo bringen, aber wir machen Cash, weil wir wollen dann anschließend das Feld kaufen. Genau, zum Abschluss dieser Folge kaufen wir unser Maisfeld. Na. So. Gut, dann sind wir jetzt bei 1.800.000. Jupp, und dann werden wir jetzt hier mal Kasse machen. Feld Nummer 1 abgeschlossen, 24.000 abzüglich der Mietkosten sind wir bei 23.000.
Und das werden wir jetzt abschließen. Und dann haben wir für Feld Nummer 9 jetzt 57.000 nochmal extra eingesammelt. So, und dann sind wir jetzt bei 1,881. Sehr schön, wunderbar. Dann bringen wir den Kollegen jetzt erstmal wieder zurück zum Hof. Sehr gut. Und dann werden wir hier endlich unser Traumfeld kaufen, unser Maisfeld. Und was wir haben, das haben wir. Und ihr wisst ja, haben ist immer besser als brauchen. So, der hat ja auch ganz schön geblutet. Das heißt, der muss unbedingt in die Werkstatt. Tank ist noch voll. Aber, ja gut, wir haben den ja auch gebraucht gekauft. War ja ein Schnapper. Aber ihn noch nicht repariert. Das werden wir dann auch gleich tun. Aber wie gesagt, zuvor fahren wir an unserem zukünftigen Feld vorbei. Und das werden wir uns jetzt dann kaufen. Denn wenn man so viele Stunden dann auf dem Kartoffelfeld unterwegs ist, dann will man sich natürlich am Abschluss auch was gönnen. Und das heißt dann, dass wir in der nächsten Folge dann in den nächsten Monat springen. Dann wird auch vermutlich das Feld hier bereits reif sein. So, da ist es. Dann wird es vermutlich reif sein. Dann können wir es auch ernten. Dann werden wir uns einen schönen Drescher kaufen. Ich denke da an den Johnny. Und dann werden wir das hier abernten. Und sobald hier die Fläche dann frei ist, hier den vorderen Teil, dann können wir hier anfangen, unser neuen Hof zu bauen. So, dann gehen wir mal hoch. Na, gehen in den Kauf. So, kann es sein, dass die Felder neue Nummern haben? Habe ich gar nicht drauf geachtet. War das nicht früher Feld Nummer 3? Na gut, sei es drum. Feld Nummer 23. Für schlappe 873.000. Da müssten wir dann noch knappe Millionen übrig haben. Und das reicht dann auf jeden Fall für den Drescher. Auf jeden Fall wird das Feld jetzt gekauft. Jep. Und somit gehört es nun uns. 1 Million haben wir noch übrig. Wie gesagt, da freue ich mich schon drauf auf nächsten Monat. Dann geht es nämlich los hier, dass wir unser eigenes Feld dann endlich dreschen. Unsere eigenen Materialien hier. Und dass wir dann endlich mit dem Bauen beginnen können. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bei euch. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Und natürlich auch über ein Däumchen oder einen netten Kommentar. Gar keine Frage. So. Ich werde jetzt noch ein bisschen Zeitraffer von der Kartoffelernte einspielen. Dann könnt ihr auch noch mal die Grimme und die Abfahrer alle sehen in der kleinen Zeitraffer-Version. Also, ich wünsche euch was und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.
Mm-hmm.